Ich wollte eigentlich Förster werden, aber bin 1945 aus der Schule gekommen. Und da war alles ein bisschen sehr durcheinander. Das liegt in der Familie. Mein Großvater war schon kein Bauer. W. Brückner, Wilhelm Brückner, also ich bin Wilhelm Brückner II. Und nicht nur der Großvater, auch Wilhelm Brückners Vater Alfred, hier rechts im Bild, war schon Geigenbauer. Seit 1897 werden hier im Erfurter Zentrum Geigen, Bratschen und Celli gebaut. Aber jetzt nach 350 Instrumenten ist für den Senior endgültig Schluss. Was bleibt, ist folgende Erkenntnis. Was macht eine gute Geige? Hauptsache, sie klingt gut und sie ist leicht spielbar. Das ist das Wichtigste. Aber die Geigenwelt muss sich keine Sorgen machen. Denn schließlich gibt es noch Ruth Brückner, Wilhelms Tochter und ebenfalls Geigenbaumeisterin. 1981 begann sie ihre Ausbildung und jetzt mit 59 Jahren übernimmt sie endgültig den Laden. Besser spät als nie. Was mich fasziniert, einmal, dass ich mit den Händen arbeiten kann. Ich sehe am Abend, was ich gemacht habe. Ich kann was Schönes herstellen. Und wenn es dann noch in die Hände von einem Musiker oder einer Musikerin kommt, die sehr gut damit zurechtkommt, glücklich damit ist, was will ich mehr? Dann bin ich auch glücklich. Das Lieblingsinstrument der Familie Brückner ist übrigens die Bratsche, die große Schwester der Violine. Die Geige ist kleiner und ich sage immer, die Geige quietscht mehr. Die Bratsche ist praktisch das Altinstrument, wenn man das mit einem Chor vergleichen würde. Sopran, Alt, Tenor, Bass. Und die Bratsche ist das Altinstrument. 6 bis 8 Wochen dauert es, bis so ein handgefertigtes Meisterstück dann endlich fertig ist. Das Ganze hat natürlich seinen Preis. Bis zu 16.000 Euro kann so ein Instrument kosten. Handwerkskunst auf höchstem Niveau. Weltweit beliefert Familie Brückner ihre Kundschaft. Dabei unter anderem Weltstar André Rieu. Er ist sehr freundlich und zuvorkommend, zumindest mir gegenüber. Ich bin nicht so gut mit ihm zurechtgekommen. Er hat zwar Geigen von mir, 2 Geigen und ein Cello, aber da sind 2 Personen aufeinander gekommen, die nicht so gut konnten. Die Tochter kam gut mit ihm zurecht. Und so viel Tradition muss natürlich aufrechterhalten werden. 125 Jahre Geigenbau in Erfurt. Und wenn Ruth Brückner mit 89 Jahren aufhören sollte, dann wird wohl ihr Sohn Christoph das Geschäft übernehmen. So bleibt alles in der Familie.